Die müssten mich doch jetzt normalerweise hier ein bisschen feiern, oder? Oh, Entschuldigung. Ich hab's über den Haufen geritten, das wollte ich nicht. Ich wollte euch nur das neue Pferd zeigen, guck mal. Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer gemütlichen Runde This Land is My Land mit dem Voucher und unserem Häuptling Nameless, der Häuptling der Sedilen. Meine Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle fürs Schauen, Liken und fürs Kommentieren der ersten Folge. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, wer alles dabei ist und dass ihr auch so Böcke habt wie ich, das mal hier zusammen anzuschauen, rauszufinden, rauszutüfteln, was geht alles. Ihr seht schon, die Dinger poppen hier wieder auf. Ich habe uns eine neue Map gestartet, weil ich habe jetzt bitterlich Folgendes gelernt. Ich zeig's euch. Hat aber auch einen Vorteil, dass ich die gestartet habe. Wir sind jetzt an einem Fluss. Ich zeige euch den gleich. Ist wunderschön. Hier, das ist ja unser Land. Ja, hier ist unser Camp. Und alles, was rot ist, ist irgendwie gefährlich. Und alles, was orange ist, ist irgendwie freundlich oder neutral. Und diese grauen Mauern, die verändern sich jetzt mit der Zeit. Denn der Siedler ist natürlich dabei, uns hier in die Enge zu treiben, uns auszumerzen. Das heißt, in der Zeit, wo ich hier rumlaufe, rumschnüffel und, was weiß ich, vielleicht eine Blümle zu viel pflück, baut er hier seine Grenzen aus und wird uns irgendwann erdrücken. Ich wage jetzt zu bezweifeln, dass wir im ersten Durchgang das schon schaffen, alles hier unter Dach und Fach zu kriegen. Wer weiß. Aber ich möchte zumindest nicht kampflos untergehen und aus dem Grund ist mein erstes Ziel, mit euch ab jetzt die Kollegen hier, ja, was sagen wir mal, auf den Kampf vorzubereiten. Die kriegen jetzt Bögen, wir machen Pfeile, wir sorgen dafür, dass sie uns helfen beim Farmen, sodass wir im Fall eines Angriffs ausgerüstet sind. Ne? Natürlich habe ich versprochen, dass ich mit dem Pferd einen Ausflug mache. Wir werden auch auf jeden Fall das Pferd heute testen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal unser neues Land an. Leute, das ist nämlich wunderschön, wir sind hier an einem Flüssle. Was ich noch nicht probiert habe, ist, ob ich schwimmen kann. Sollen wir das gleich mal probieren? Vielleicht sind wir auch gleich tot. Wir gucken mal, ob er schwimmt. Kameraside ist jetzt super interessant, wenn man gerade im Fluss steht. Okay, der Fluss ist nicht tief. Ist auch gut gelöst. Was haben wir da hinten? Ich muss gleich mal meine Dinger wieder belegen hier. Kurzer Moment. Mit E war es wieder Spikeless an. Und mit G kann ich natürlich dann... Hier ist ein Reh. Naja, also wir dürfen zwar Zeit verlieren, gar keine Frage. Wir machen es locker und gemütlich. Aber ich möchte mich auch nicht überrennen lassen von den Jungs. So, jetzt machen wir erstmal den Tutorial-Schritt hier kurz fertig, Leute. Wir craften unseren Bogen, denn am Anfang hat man zumindest einmal Material. Was ich auch gleich kapiert habe, wenn ich craften drücke und rausgehe und weiterlaufe, hört es auf, dann bricht es ab, ne? Man muss also drinbleiben kurzzeitig. So, jetzt haben wir schon mal ganz grob 5 Pfeile und einen Bogen. Den kann ich mit 1 holen. Hier ist wieder das Wildpferdle. Vielleicht kriegen wir das auch noch geschnappt. So, meine Lieben, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Damit das hier auch seine Richtigkeit hat. 3 Leute haben wir. Einer kommt dazu über Zeit. Und die anderen müssen wir auch befreien. Bis 10 Stück können wir haben. Wir gehen jetzt Holz suchen. Wir gehen jetzt Holz suchen, denn wir brauchen unheimlich viel Holz. Und Holz gibt es leider nicht so viel. Deswegen, sobald wir einen Krieger ausgerüstet haben ordentlich, schicken wir den Holz holen. Aber der braucht halt eine Waffe und Pfeile, ne? Sonst wird er nicht wieder zurückkommen, der Gute. So, ich habe dich darüber gezogen gestern, dann mache ich das jetzt auch weiterhin. Jetzt habe ich hier schon das Gefühl, hier gibt es gar keine Bäume. Wir nutzen auch die Nacht, würde ich sagen. Schauen ab und zu auf die Map, dass ich halt jetzt hier nicht im Feind in die Arme renne. Wir müssen gucken, dass wir so nah wie mögliche Camps vom Feind halt ausmerzen. Ne? Und da ich noch nicht wirklich viel geschossen habe mit dem Bogen und erst noch üben muss, braucht man natürlich auch ein bisschen mehr Pfeile für die ersten Runden. Hier ist mal endlich Holz. Ich danke dir, Wald. Irgendwie aber auch verständlich, dass die Indianer hier nicht mit der Motorsäge rumhetzen und ihre Bäume fällen. Wobei ein Bäumle. Vielleicht kommt es aber auch noch, dass man hier Bäume direkt fällt. Im Moment weiß ich nur, diese Sträucher hier pflücken, dann kriegst du da Holz, ne? Ist mehr oder weniger ein Stickbaum. Stick me back. Mensch, habe ich mich gefreut, Leute, dass ihr da so da begeistert wart. Dass wir das zusammen anschauen, da freue ich mich wirklich drauf. Ich bin gespannt, was draus wird halt, ne? Die Spieleidee ist super. Die Spielidee ist super, das Setting ist auch mal cool, mit Midianer zu spielen. Schön gemacht ist es schon jetzt so für das frühe Stadium, ne? Also das kann richtig was werden, glaube ich. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Für die Runden, die wir jetzt machen, macht es auf jeden Fall Spaß. Guck mal, Birken. Überall sehe ich Birken. Wie gut, dass man das Reh gleich sieht, ne? Aber da der Survival-Aspekt noch nicht so tief verwurzelt ist, dass man hier essen und trinken muss. Sumak haben wir gefunden, Leute. Was ist denn eigentlich Sumak? Craft. Darfst du alles bloß nicht roh essen hier, ne? Sonst bist du tot. Ne, also du verlierst Leben im Kampf und mit Futter und mit Potions. Das sollte man denen eigentlich gleich melden, so kleinere Bugs, oder? Das kann ich ja nachher nochmal machen.
Das hilft denen ja auch, wenn sie so ein paar Bug-Hinweise bekommen. Sag mal, hier ist ja wunderschön der Wald. Jetzt haben wir eine viel schönere Map wie vorher, durch das, dass ich nochmal neu angefangen habe, geschwind. Als ich das gehört habe, ne, dass die da um uns rum schon gekämpft haben, während ich rumgesucht habe, dachte ich, nee, die Zeit, die schenke ich den Siedlern nicht. Weil wir brauchen halt einen Haufen Bäume. Ich möchte als nächstes einen Bogen machen, dass wir schon mal dem. Siehst du, Redfield, send group to gather wood. Redfield schickt jetzt praktisch welche los, Holz holen, jetzt schon. Die Säcke von Redfield, wo sind die? Fort Brohaven. Ey, müssen wir jetzt gucken, ey, ich muss dranbleiben. Die dürfen von mir aus ein bisschen Vorlauf kriegen sie. Da hinten sehe ich ganz viele. Jetzt sehe ich es gerade. Jetzt weiß ich auch, wie man gucken muss. Jetzt holen wir Holz, Leute. Jetzt geht's ab. Holz, dann machen wir uns zwei Bögen, würde ich sagen. Dass wir zwei Indianer schon mal ausgerüstet haben. Der Rest geht in Pfeile. One Warrior from Outer Lands joined. Ja, jetzt heißen wir Lekando oder was? Lass mich nochmal gucken. Lakendo. Ja, Lakendo ist auch gut. Hört sich fast an wie Lekando. Das hätte mir jetzt wieder gefallen. Das wäre so Oleg. So. Ja, jetzt sehe ich sie. Hier haben wir einen wunderschönen Baumhain, also für Holzfarm. Sehr, sehr cool. Da steht auch wieder eins. Dann ist es doch mehr, als ich gedacht habe. Man muss sich erstmal dran gewöhnen, was man eigentlich sucht, ne? Sehr, sehr cool, Leute. Ja, da stehen auch noch welche. Jetzt muss ich mal ganz kurz ins Inventar. Oh, schön, das macht schon Riesenlaune. Inventory. Wooden Bow, Wooden Bow. Ich mache noch einen zweiten, einen dritten in dem Fall. Craft. Und Pfeile. Der Rest geht in Pfeile. Wir können zweimal Pfeile herstellen. Oh, wie weit bin ich denn weg von dem Campfire hier? Ich bin bei denen am Camp fast. Ich entzünd mal unser Campfeuer, bevor ich denen jetzt reinlaufe. Es ist ja kein Wunder, dass der Siedler-Sack so schnell vorwärts kommt, auch, wenn die direkt am kleinen Baumhainchen hier wohnen. Säcke. Aber nicht mit uns. Die müssen wir ausmerzen. Wir müssen unser Land vergrößern, ne? Wir gucken mal, vielleicht schaffen wir es ja. Dann würde ich sagen, so als Ziel, dass wir zwei, drei Camps in verschiedenen Landesabschnitten haben. Dann können wir da hin und her switchen und für Ordnung sorgen. Da ist wieder Bäumle, nehmen wir mit, weil wir brauchen unheimlich viele Pfeile. Das wird aber nachher besser. Wenn du deine Leute losschickst, Holz holen, dann kommst du praktisch zurück. Brauchst bloß noch das Holz rausnehmen und Pfeile craften. Im Gegenteil, die können sogar selber Pfeile craften, ne? So, wir entzünden unser Leuchtfeuerle, dann haben wir das schon mal gemacht. Sehr schön, sehr schön. Und jetzt switch ich aufs Maple zurück. Das holen wir uns als erstes hier ran, glaube ich, das Holzfällerlager. So, ich muss nur noch mal gucken. Manchmal harmoniert. Ah, das Ding ist jetzt im Weg, deswegen ist das manchmal. So, wir gehen jetzt zurück zum Camp. Und dann bewaffnen wir schon mal einen Kollegen und schicken den Holz holen, würde ich sagen. So macht es ja auch Sinn, ne? Dann wirst du unterstützt von deinen Stammeskollegen. Und kannst parallel selbst deine Touren machen. Und ich glaube, man kann so ein Camp alleine platt machen, wenn man schleicht und geschickt vorgeht. Wir probieren es einfach. Was uns noch aussteht, ist ja sowieso zu gucken, was passiert, wenn ich sterbe. Ne? Ist dann die Runde vorbei? Man weiß es nicht. Sumak. Sumak. Sumakakamuka. Sumak. Golden Road Leaf. Also hey, Alter, wir haben jetzt hier aber ein Land gefunden durch Zufall, das wirklich sehr ergiebig ist, ne? Und am Fluss, was gibt's denn Schöneres? 15 Pfeile hat mein Alterle hier schon, unser Nameless. Da ist das Camp, es raucht. Wir müssen halt unheimlich aufpassen. Deswegen, ich bewaffne die jetzt dann, verstehst du? So. Mahlzeit, Mahlzeit. Grüß Zank. Wir fahren wieder zurück. Habe ich noch Material für Pfeile? Nein, mir fehlen noch zwei Dinger, die holen wir jetzt noch, Leute. Die müssen ja hier irgendwo rumstehen, die zwei letzten Sträucher, die wir nieden. Hier ist nichts. Ne? Also hier selbst ist nichts, aber ich kann ja mal kurz über den Fluss gucken. Da wird ja jetzt nicht gerade irgendwie einer auf uns warten. Ah nee, über dem Fluss ist weite Prärie. Da will kein Mensch was von uns und tief ist er ja nicht wirklich. Noch nicht. Auch da bin ich sicher, dass da irgendwas kommt. So, hier im Mondenschein sehe ich am allerbesten. Redfield expanding its borders. Jetzt müssen wir sofort reingucken, wo der hier seine Borders erweitert und unsere kleiner macht. Die müssen wir alle ausmetzen. Die müssen wir alle wegmachen. Wir verteidigen uns ja nur, ne? Das heißt, wir sind im Recht. Kann natürlich auch jederzeit mal hier so ein Bär rausgrautschen.
Gott, ist das eine schöne Map mit dem Fluss und alles. Hier drüben sehe ich jetzt zum Beispiel kaum Holz, ne? Da war man drüben besser aufgehoben beim Farmen, würde ich sagen. Ich gehe jetzt auch gar nicht mehr so weit raus. Ob's hier auch was gehabt? Man sieht aber, wenn man angegriffen wird, da kommt da so ein roter Pfeil und so eine Aggro-Anzeige, die ist ziemlich gut. Mit der können wir auf jeden Fall was anfangen. So Leute, hier ist mal wieder ein Strauch, Gott sei Dank. Das könnten Blumen sein zum Sammeln, nehme ich mit. So, ich bräuchte aber noch mehr Holz. Ich glaube, ein Holz brauche ich noch. Da steht er, Leute. Der rettende Stamm. Der rettende Stamm, habe ich doch gesagt. Jetzt pass auf. Wir craften die nächsten fünf. So. Im Inventar haben wir jetzt zwei Bögen, drei Bögen. Ne, zwei Bögen und 20 Pfeile. Gut, die opfere ich jetzt, die 20 Pfeile, dass ich einmal losschick Holz holen. Dass wir da in Zukunft nicht immer alles selber machen müssen. Ne? Hast du Spyglass gerade draußen? Ah, das ist unser Camp. Ich dachte gerade, da hinten sind sie schon jetzt. Ich laufe aber mal ein bisschen mehr im Wald. Die Gefahr eines Tierangriffs ist natürlich größer, aber die Chance, noch ein bisschen Holz zu finden, bis wir daheim sind, auch. Hier ist wieder einer, oder? Habe ich dich gefunden, Alterle? Ich hoffe, die wachsen schön kräftig nach, schnell. Alleine schon hier in der Nacht rumlaufen, weil das ist ja wirklich auch schön ausgeleuchtet hier, ne? Also mir gefällt es halt wunderbar. Ihr seht schon, ist bei mir so typisches Ding, ne? Ist ein Hirsch. Wenn mir was gefällt, bin ich sofort Fanboy. Offiziell, und da stehe ich dazu. Super. Hallo? Ist doch was los hier? Wir sind nicht alleine. Bis jetzt sind es auch nur friedliche Tiere, Gott sei Dank, ne? So, aber auch wir werden unsere ersten Jagderfolge noch einheimsen. Jetzt pass auf. Ich habe jetzt leider nicht mehr Holz gefunden, glaube ich. Jetzt, dass ich nochmal Päckle Pfeile machen könnte. Ne, fehlen vier Stück. Ich will jetzt einmal da auf Tour schicken. Jetzt gehen wir mal direkt hier hin, da sind wir einigermaßen sicher. So. Wo seid ihr eigentlich alle? Wo sind unsere Indianer? Sieht sie jemand? Ich hoffe, die sind nicht schon tot. Leute, wo sind die alle? Sind die jetzt im Zelt? Schlafen die? Die sind bestimmt hier drin und sperren mich aus. Ich guck mal, ob die noch da sind. Wir müssten es ja nochmal sehen, wenn ich hier drauf. Ne, ne, 4 von 10 sind auf jeden Fall noch aktiv. Jetzt pass auf. Wir können sie schicken, attackieren, ne? Kann man jetzt hier draufklicken, Bums, und dann gehen die los. Wollen wir aber nicht. Wollen wir nicht. Wir wollen, dass einer von den Kollegen farmen geht. Drei wären möglich, vier haben wir. Verstehe ich auch nicht ganz. Aber ich muss, glaube ich, erstmal im Inventar den Bogen, den ich gemacht habe, nach Lakendo schicken. Und ich mache alle Pfeile rüber. Also man muss erst die Sachen ins Ding legen. In sein, ich glaube, mit Schiff kannst du auch alles rüberlegen. So. Dann haben wir die Geschichte schon mal. Einmal. Ich muss mich halt natürlich noch ein bisschen einfinden. Ne? Wir sind im Camp. Ich drücke aufs Camp drauf. Jetzt habe ich es im Inventar von unserem Camp. Und jetzt kann ich es natürlich auch sagen, dass ich es dann ausrüste. Pass auf. Ich sage Gather Holz, damit wir weitere Pfeile bauen können. Wood müsst. Das Pferd probiere ich gleich zu kriegen. Wood. Und ich gebe diesem Krieger den Bogen. Und ich gebe ihm alle Pfeile. 14 Stück. Mehr kann er auch gar nicht aufnehmen, offensichtlich. So. Diesen Krieger schicke ich jetzt mit unserem Bogen und den 14 Pfeilen los zum Holz sammeln. Der kommt da tatsächlich aus dem Zelt raus, macht's zu, guckt dir das an. Er hat seinen Bogen umgeschnallt, den ich ihm gemacht habe. Alles klar, brauchst gerade zu. Es ist Nacht, ich weiß, Alter, Spätschicht, schon mal was gehört. Der geht jetzt los Holz holen. Also, wir wissen, dass wir im Inventar von der Stadt kein Holz haben. Wenn der zurückkommen sollte, was ich hoffe, müsste eigentlich Holz dabei haben. So, und jetzt gucken wir mal eben, wo ist denn das Pferd jetzt gerade rumgehüpft? Guck mal, jetzt läuft er da weg. Sehe ich den auf der Map? Ich sehe ihn auf der Map. Alter, wieso farmst du nicht hier? Jetzt rennt er darüber, verstehst du, wo die Typen sind? Deswegen hat er auch so aggro geguckt. Der sucht sich Ärger. So, meine Lieben, jetzt haben wir das schon mal gemacht. Für uns heißt es jetzt natürlich, für die anderen. Was ist das? Loot? 3 Wooden Arrow. Ja, die kannst du jetzt mal rübernehmen, weil die brauchst du jetzt nicht. Ach ja, das ist ja vom Camp der Loot. Wir gehen jetzt Holz holen, Leute.
Mit Pferd, ohne Pferd. Ich speichere mal, dann wird's hell. Und dann machen wir einen kleinen Ausflug mit Pferd. Suchen uns noch ein bisschen mehr Holz, damit wir die anderen noch ausrüsten können. Ne? Sollten wir auf jeden Fall machen. Für den Fall, dass ich zu langsam bin, um meine Gebietsgrenzen zu stützen, wären wir zumindest ausgerüstet, wenn sie kommen. Weißt du, so habe ich mir das gedacht. You can hold one, hold two or three to quickly access both. Ja, das haben wir im Dings gelernt. So, es ist übrigens auch so, wenn man wieder einloggt, wenn man wieder einloggt, ist man trotzdem an Ort und Stelle. Also man muss nicht immer zum Speichern gehen. Guck mal hier. Elizabeth, Forest River, Biwak. Da könnte man doch mal hin. Das ist ein Biwak. Das ist doch was Indianisches, oder? Ist der Kollege eigentlich wieder zurück oder läuft er noch auf der Map rum? Ich nehme mal an, das ist der hier. Ja, da sehe ich auch, was er dabei hat. Er hat kein Holz dabei. Es kann sein, dass er schon abladen war. Wollen wir mal kurz reingucken, ob Holz drin ist? Nö, der war noch nicht abladen. Entweder hat er keins gefunden. Ich war auch nur pinkeln. Pass mal auf, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich habe das ja markiert, das Biwakle. Wir gehen da mal hin. Es ist rot. Wir müssen es uns halt von der Entfernung erstmal ranziehen. Guck mal mit dem Pferd, ne? Ist der Hammer, oder? Das Pferd sucht halt immer Bodenkontakt. Also du kannst hier nicht, wie in anderen Spielen, jetzt irgendwie die steilsten Felswände hoch. Also es ist eher realistisch gehalten. Was ich persönlich aber sehr begrüße. Jetzt ist die Frage, soll ich jedes Mal vom Pferdle runter, wenn ich Holz finde? Normal schon, ne? So selten, wie ich das finde. 280 Meter nach da vorne ist dieses Elisabeth-Biwak. Schauen wir mal, was passiert denn eigentlich, wenn ich hier runterhüpfe? Kannst du das Pferd? Ne, siehst du, das hat vollen Bodenkontakt, ne? Ich nehme an, dass es früher oder später auch noch dann irgendwie ein bisschen besser springen werden kann, aber im Moment ist es so. So, Leute. Ja, so macht's Laune. Wir nehmen uns halt die Zeit, ne? Wir nehmen uns die Zeit, hier die Lande zu durchstreifen. Ich gucke natürlich, dass ich nicht immer an derselben Stelle Holz holen gehe, wenn ich es noch am Anfang selber hole. Und dann sehen wir auch ein bisschen was vom Umland. Durch den Fluss ist es gleich eine ganz andere Geschichte nochmal dazu, ne? Entering Elizabeth Forest River Biwak Area. Okay, da vorne ist übrigens das Camp. Jetzt sehe ich es gerade. Ich steige mal ab und crouch da mal. Müssen wir ja nicht unbedingt pullen jetzt hier, die Jungs. Je nachdem, wie viele das sind. Von wegen Biwak, Alter. Diese Dingsgeschichte hier, ne? Das ist was Größeres. Ich muss mal hinspähen. Sehe ich da schon was? Hier, ne? Ist aber einer. Da hinten steht einer. Ich denke mal, dass wir pro Zelt einen Mann haben. Hier hinten kniet einer. Die müssen wir wegmachen, Leute. Das wird so die Hauptaufgabe, sobald ich ein bisschen ausgerüstet bin. Hallo? Unmount. Tame. Er zähmt's gerade, Leute. Horse tamed. Wir haben ein Pferd gezähmt, Leute. Das hat sich gerade ausgeruht. Da kamen wir. Schönes braunes. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich zwei Pferde habe, ne? Dann muss ich das jetzt heimbringen, geschwind, und das andere dann holen, ne? Ah ja, oder? Machen wir das geschwind. Ich habe damit nicht gerechnet, dass man das zähmen kann. Ich habe letztens mal gesehen, wo das eine vorbeigerannt ist, dass man was drücken kann, aber dass man sich zähmen kann, wusste ich jetzt nicht. Kann ich dich auch zähmen, Hirsch? Wir werden mal schauen, vielleicht habe ich einen kleinen Hirsch. Nö. Aber du kannst mit einem gewissen Nahkampf-Move wahrscheinlich den jetzt wegknallen, aber den musst du erst freiskillen, glaube ich. Ist ja krass. Jetzt pass auf, ich bin natürlich verwirrt, das habe ich nicht geplant. Haben wir Dings gezähmt. Wir sind. Oh, wir sind an der Gebietsgrenze. Das heißt, ich hole jetzt gleich an der Gebietsgrenze das zweite Pferd ab, laufe ich rüber. Ja, komm, jetzt haben wir es gezähmt, jetzt will ich es auch daheim haben. Schön! Ich komme gleich wieder zurück, anderes Pferd. Das hat es auch schon einen Namen, siehst. Flussseite habe ich doch nicht gewechselt. Kann ich mit dem Pferd, aber die Flussseite wäre normal schon, ne? Ja, klar. Leute, aber Pferdle gezähmt. Ich weiß nicht, ob wir später im Spiel die Indianer, die wir haben, ob die dann sich ein Pferd schnappen können. Das wäre natürlich obergeil. Dass du mit 10 Indianern und 10 Pferden dann losgehst. Die müssten mich doch jetzt normalerweise hier ein bisschen feiern, oder? Oh, Entschuldigung. Ich habe es über den Haufen geritten, das wollte ich nicht. Ich wollte euch nur das neue Pferd zeigen. Guck mal. Das könnt ihr anmalen, während ich das andere hole. Entschuldigung. Wie viel haben wir denn eigentlich noch Indianer? Der rennt immer noch da rum, ne? 14 Pfeile. Guck mal, der hat 8 Holz, ne? Jetzt hat er 8 Holz dabei, Leute.
Der. Und hier. Drei Wooden Arrows. Was ich auch gehört habe, pass mal auf, vielleicht kriegen wir das auch noch hin. Wir können einen Order One Wooden Arrow. Ich mach's mal. You can take items from the inventory of any camp while the. Ich glaube, wenn jetzt unser Kollege Holz einlagert hier, der farmt, ja, dass die dann automatisch Pfeile herstellen. Also einen mal. Wir gucken mal. Ich habe ja jetzt leer geräumt ins Inventar. Ich gucke nochmal nach, dass wir nicht durcheinander kommen. Ist jetzt leer. So, Pferd, du bist angekommen. Herzlich willkommen bei uns in der Runde. Vielleicht mache ich eine Pferdemauer. Ich muss jetzt aber zurück an die Landesgrenze. Ich will das andere Pferd jetzt auch nicht gerade wegkicken. Das war ungefähr hier, ne? Bei dem Hasensymbol, ja? Geh mal rüber. Oh, das freue ich mich jetzt aber. Was habe ich denn geplant? Wahrscheinlich starte ich morgen wieder eine neue Map, weil die schon fertig sind mit ihrer Grenze ausbauen. So. Das Flackern zum Beispiel, das war jetzt vorher nicht, aber hey, Early Access ist es noch nicht mal. Für das läuft es echt schön und macht schon saumäßig Spaß. Ich hoffe, ich kriege jetzt das Pferd, ohne dass ich da gleich den anderen in die Arme renne. Wir müssen halt echt gucken, dass wir die wegmachen demnächst. Ich bin gespannt, ob der uns einen Pfeil baut, der Kollege. Naja, dann brauchst du eigentlich nur zwei Stück Holz holen schicken. Und dann kannst du immer Pfeile beauftragen und dann brauchst du eigentlich nur Pfeile looten, ne? So muss das sein. Das passt. Dann hast du immer Munition. Ab und zu justiert man die Jungs mal, dann passt es normalerweise wieder, ne? Ich nehme jetzt alles mit. So. Haben wir hier das Campfire eigentlich ins. Muss ich echt in die Richtung? Ich habe mich vertan gerade, gell? Ja, ich muss hier runter. Guck mal, der saust hier durchs Land, hat er 10 Holz schon wieder gesammelt. Sehr cool, oder? Ich muss die nur zu zweit losschicken. Das heißt, wir müssen noch mehr Holz suchen, Leute. Dass wirklich jeder einen Bogen hat und dann hauen wir denen einfach einen Stall voll Pfeile rein einmal. Und dann ist es gut. Jetzt will ich aber mein Pferd wieder. Ich wollte es ja nicht irgendwie. Ich habe irgendwas rascheln gehört. Ich traue ja hier dagegen noch nicht so. Und ich sehe im Moment auch keine Hölzer, ne? Die ich mal geschwind einsammeln könnte. Ich meine, der Wald ist voll mit Holz, aber nicht die, die wir sammeln dürfen. Ach, ich war auf der anderen Flussseite. Okay. Stopp. Langsam. Immer gucken, Alterle. Was hier? Da ist wieder ein Pferd, aber jetzt zähme ich keins mehr. Ich fand es total rührend, wie der es jetzt umschlungen hat. Wie er im Einklang war, ne? Es passt. Es ist schon stimmig. Ich muss da keine Lassos werfen. Ich akzeptiere das. Für eine Indianerzähmung war das richtig. Da gehen wir jetzt hoch. Will ich jetzt runter gucken? Bück dich. Späh mal rüber, Alter. Boah, das ist. Das wird gefährlich. Wenn wir da nicht aufpassen, haben wir ruckzuck Feinde ohne Ende. Crafted 5 Wooden Arrows. Lekando. Unsere Jungs haben Pfeile gemacht, Leute. Sie haben Pfeile gecraftet. Eigenständig. Ist der tatsächlich wieder zurück dann im Camp jetzt, der Kollege? Muss ich gleich nochmal losschicken. Wenn er gegessen hat, natürlich. Müssen wir ein bisschen aufpassen. So mag ich das, Leute. Jetzt pass mal auf. Wo ist denn unser Pferdchen? Vielleicht kriegen wir tatsächlich noch eine Kleinigkeit erledigt. Normalerweise zeigt es das. Da vorne steht's. Aber es zeigt es auch auf der Minimap an, normalerweise, oder? Sieht jemand auf der Minimap was? Nö, ne? So, mein Süßes. Wir müssen hier wieder weg. Die sind nicht gut zu uns. Die sind nicht gut zu uns. Seht ihr das mit dem Lichtflackern und so? Ich nehme aber an, durch das, dass die ständig was nachpatchen, dass das auch bald wieder erledigt ist, ne? So. Okay, hier mal kurz anhalten. Ich will mal auf die Map. Das Licht haben wir ja entzündet hier. Ansonsten haben wir hier nur Feinde. Oxterry. Dürften auch Indianer sein. Wollen wir mal ganz kurz darüber reiten und gucken, wie groß die Meute hier ist. Ich fange mal mit denen an, ne? Ja, dann müssen wir halt in der nächsten Runde nochmal eine Fuhre Holz holen. Ich steige jetzt auch tatsächlich wegen jedem Halm ab. Ist echt nicht unwichtig. So. Es sei denn, sie stehen Meter an Meter. Dann würde ich es eher zu Fuß machen. So, mein Süßes. Schön bemalt haben sie die auch. Ich will das Camp noch mit euch ausspähen und von dort aus machen wir uns beim nächsten Mal auf den Rückweg. Und dann natürlich wieder
Holz holen, Pfeile machen, die Leute losschicken. Zwei Krieger will ich losschicken, Holz holen, dass wir eine Waffenproduktion haben, also eine Munitionsproduktion. Ne? Oh, mit dem Pferd musst du auch erstmal üben. Kann ich eigentlich im Bogen, kann ich tatsächlich doch rausholen hier, oder? Lass mal gucken. Nö. Wieso kann ich... So. Doch, man kann. Guck, hast du gesehen? Also, wenn ich mal richtig fit bin, kann ich vom Bogen aus schießen. Vom Pferd aus. Das ist schon cool. Vor allem sieht es schon verdammt danach aus, als ob das... Wie weit kann der rum? Ein Indianer kann doch auch... Er dreht sich tatsächlich. Oh, jetzt hat er sich aber arg gedreht. Okay, das ist noch nicht fertig. Ich habe da gesehen, wie der sich die Hüfte abgeknickt hat. Aber ein Indianer kann doch auf dem Pferd richtig Action machen, ne? So langsam, Alter. Das ist gleich da vorne. Geh mal lieber auf die Fläche hier. Das ist halt das Coole an dem Spiel. Du hast noch nichts gesehen davon, ne? Ist vielleicht ein bisschen weit weg. Pferderl! Pferderl! Weiter geht's, wir sind fertig. Hier können wir doch kurz runter, oder? Ja, aber langsam, das ist nicht mehr allzu weit weg. Da vorne sehe ich schon die Zeltspitzen. Stopp, ich mache mal lieber hier einen Schleicher. Das machen wir jetzt noch, wir gucken uns jetzt kurz da um. Und dann geht's weiter. Ich will nur das Holz hier mitnehmen, weil Holz können wir nie genug haben. Da drüben steht übrigens auch kleines Bäumchen, das will ich auch noch. So langsam. Am besten schon mal in Schleichmodus übergehen. Okay. Kannst nochmal raus? Die haben bestimmt hier Ressourcen ohne Ende. So, jetzt Schleichmodus. Fernglas habe ich raus. Banning Woods Camp Area. Siehst du? Nee, nee, nee. Das sind zwei Stück, Leute. Mit denen fangen wir an. Die machen wir als erstes. Für die farme ich uns jetzt Zeug ran. Das machen wir in der nächsten Runde. Gehen wir gemeinsam los. Rüsten den zweiten Krieger aus. Schicken sie Holz holen. Und dann bauen wir uns so 20 Pfeile, würde ich sagen. Und dann machen wir die da unten platt. Jetzt haben wir ein Ziel. Jetzt haben wir eine Aufgabe. So, ich merke mir noch mal ganz kurz, wo wir waren. Wir werden wahrscheinlich hier einfach einsteigen. Oder ich laufe zurück schon mal. Das können wir auch machen, dass ich schon mal zurückgehe und wir dann zu Fuß nochmal eine Holztour machen an dem schönen Stück, wo wir waren, weißt du? Banningwood Camp, das räumen wir aus, Leute. Bevor die uns ausräumen, oder? Ich meine, das ist ganz einfach. Wenn wir nichts machen, werden wir überrannt. So, meine Lieben, bringe ich uns noch kurz auf Kurs und dann sehen wir uns wieder im Camp bei der nächsten Folge morgen. Hier ist eine Straße, da müssen wir natürlich gucken. Da gibt es seitlich ja immer auch mal ein bisschen Loot. Ich renne gerade übrigens weg von meinem Zuhause. Ich muss dann schon hier durch. Kurzer Moment, ich bin es noch nicht so gewohnt mit dem Gauli-Mauli. So. Jetzt sind wir aber auf Kurs, ne? Hier muss ich ein bisschen langsam machen, sonst bricht sich die Gräten. So, meine Lieben, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Ich hole euch dann im Camp ab morgen. Und dann gehen wir on Tour. So wie wir es jetzt ausgemacht haben. Und dann sind wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg, uns hier früher oder später auch behaupten zu können. War auf jeden Fall eine lässige Runde, hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Es lässt sich saugut an. Und ich freue mich, dass wir hier zusammen ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Wo. Aber wir sind ja gleich daheim. Jetzt bleibt er noch kurz da. Dann wisst ihr auch, warum ich im Camp bin morgen. So, wir haben kein Pferd verloren. Wir haben auch keinen Mann verloren bis jetzt. Ja, geh heim, Alter. Hast du uns ausgespäht? So, meine Lieben. Ist mein braunes Pferd noch da? Bin ich mal gespannt. Oder vielleicht bleibt es. Nee, es ist echt noch. Kann das sein, dass der das Pferd angemalt hat? Die haben es tatsächlich angemalt, ne? Wir hatten nur zwei Pferde, glaube ich. Jetzt haben wir drei. Sehr, sehr geil. Okay, alles klar. Ist ein Künstler unter denen. Ich gucke noch mal kurz, ob alle Männlein noch leben. Vier Warriors sind noch da. So, meine Lieben, dann sehen wir uns in der nächsten Runde. Ich freue mich auf euch. Bleibt mit mir dran. Genießen was. Ich freue mich echt. Ich würde am liebsten gleich weitermachen, ne? Bis morgen.